Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Train Fever Nordic DLC hier bei Heisenberg Zockt. Ja, wir sind ja im Wald von Rötting. Genau. Ja, hier bauen wir ja an der neuen Strecke rum, hier mit den Brücken und so. Und da hieß es ja, irgendwie so ganz schön ist das irgendwie nicht. Ja, ich habe nicht behauptet, dass es schön wird. Es wird halt anders. Meine Idee dahinter war halt tatsächlich nicht immer nur ja, zweigleisig bauen, das hier anfügen, dass das irgendwie parallel ist und dann irgendwie hier runtergehen und einen Bahnübergang machen. Ich wollte eben mal was Neues machen. Was Spezielles. Und also speziell würde ich sagen, ist es. Das ist sicherlich nicht in dem Sinne normal. Und jetzt, ja, mal gucken, wie das wird, wenn hier halt die Züge dann durchfahren. Ich glaube, das wird schon irgendwie einen netten Charakter haben hier. Ich mag das halt mit den Brücken und den Aufschüttungen. So, hier machen wir wieder zu. Und dann müssen wir mal ganz schnell nach Tierra. Da gab es, das ist eh hier oben, den Kommentar, dass, ich muss schnell gucken, ich glaube bei der gelben Regiolinie in Tierra stimmt etwas nicht. Die benutzt den Bahnhof zweimal. Ist das gewollt oder? Ich kann mich nicht mehr wirklich erinnern. Da müssen wir mal gucken. Gelbe Linie. Wir machen mal nur sichtbar. Straße ist hier nicht ganz richtig, sondern alle. Dann geht das auch. Ah, guck mal an. Das ist schlicht und einfach, das sind zwei verschiedene Linien mit der gleichen Farbe. Das ist ein bisschen unglücklich gemacht. Mal wieder. Wir können das mal ändern. Dann müsste man das sehen. Was haben wir denn nicht? Grün haben wir nicht. Okay, wenn wir das grün machen, dann haben wir nur noch eine gelbe Linie. Jetzt habe ich zugemacht. Sehr clever. So, dann haben wir nur eine gelbe Linie. Dann passt das. Das stimmt schon so. Aber danke für den Hinweis natürlich. Eben, da kann sich immer mal ein Fehler einschleichen. So ist es natürlich auch nicht. Allora, wir gehen zurück. Hier unten haben wir Erz, das wird aber abgeholt. Da können wir auch mal schnell nochmal gucken. Hui, hier haben wir aber sehr viel Erz. Das ist mehr Erz, als der Zug wahrscheinlich mitnehmen kann. Das heißt, wir könnten hier natürlich dann auch mal nochmal ein bisschen aufstocken in Sachen Zügen. Mal schauen, was er mitnimmt. Ja, 32. Dann stehen da immer noch 10 Tonnen. Da sieht man schön, wie es verladen wird. Ah, naja, 10 Tonnen nicht. Okay, das ist soweit in Ordnung. Jetzt muss ich gucken, dass ich mich hier nicht völlig vertue. Wir waren hier hinten bei den Brücken und bauen hier mal weiter. Wir wollen ja, haben wir gesagt, wo ist es denn da hinten? Weiters Glas. Buh, das ist noch eine weite Strecke. Ich würde gerne den grünen Zug endlich mal sehen, aber ich glaube, da bauen wir jetzt noch mal ein Stückchen. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir die Gleise dann doch eben wieder zusammenbringen. Gedacht war, glaube ich, hier irgendwie noch mal eine Brücke rüber zu machen, um dann hier reinzugehen. Ich würde aber sagen, wir ziehen mal besser mal das Ding hier weiter. Geschmückt mit Bäumen haben wir. Ja, durchaus. Gut, das können wir also dann mal lassen, beziehungsweise das haben wir eben schon gemacht. Jetzt, wenn wir hier lang gehen, dann gibt es einen Tunnel, das war zu erahnen. Dann wären wir irgendwo hier hinten und hier kommen dann Gleise. Das heißt, hier müssen wir wieder zu Tunnel oder Brücke greifen, um hier hinten irgendwo ins Netz reinzukommen. Das würde dann im Umkehrschluss heißen, wir hätten hier hinten irgendwo, würde ich mal sagen, dann wieder den Treffpunkt dieser beiden Schienen. Oder was passiert, wenn wir nach hier vorne gehen? Ja, nicht viel. Wir könnten natürlich, es gab noch einen Kommentar, warum nicht einfach die Schienen benutzen mit Weichen. Ja, weil der Zug dann erstens langsamer wird, das möchte ich nicht. Also wahrscheinlich langsamer wird, weil wir nicht Weichen bauen können, die 10 Kilometer lang sind. Und dazu kommt dann noch, dass wir dann diese Linie hier stören. Das möchte ich eben auch nicht, wenn es nicht unbedingt sein muss. Sollen wir das mal so bauen? Ich denke, das können wir eigentlich mal so machen hier mit diesem Tunnel. Das ist soweit okay. Wir haben 300 km/h, die wir nicht brauchen. Ich kann hier mal... nein, das möchte ich eigentlich nicht. So ist besser. Definitiv. Ja, mal bauen. Mal bauen. Gut, dann haben wir hier also dieses Tunnel, da können wir auch noch was machen mit den Bäumen dann und jetzt hier irgendwie rüberkommen. Da freue ich mich schon drauf, denn so Sachen mache ich eben relativ sehr gerne, dass man hier, ja, eine unnötige Brücke erstellt, die eh nur Geld kostet. Klar, eben, man könnte hier einfach kreuzen, das würde auch gehen. Ich mache das jetzt aber lieber mit einer Brücke. Ich muss mal gucken, ob das überhaupt funktioniert, dass wir dann eben hier oben so mit, irgendwie mit so einer Kurve da wieder ans Gleis rankommen. Und was wir dann hier hinten machen, das werden wir dann eben als nächstes sehen. Wir sind jetzt halt hier mitten in der Bauphase. Dafür haben wir nachher eine schöne Strecke für diesen, für diese grüne Lokomotive mit ihren Wagen. Wir gehen hier schon mal hoch. Eben, das ist jetzt halt wieder eher ein Test. Aber das geht schon. Doch, so geht's. Wollen wir das so? Ja, ich denke, das ist... Ja, wobei 80 km/h? Nein. Wenn ich schon frage... Kriegen wir das nicht irgendwie
Ja, das kriegen wir schon schneller hin. Sonst können wir natürlich eben auch eine Weiche machen. Das ist ja dann irgendwann egal, wenn wir hier kein Tempo haben. 128, wie finden wir das Tempo? Ich weiß es nicht, mir gefällt es irgendwie nicht wirklich. Wir machen das anders, wir gehen hier noch nicht rüber. Ich würde es gern nochmal... Naja, geht nicht. Okay, wir nehmen ein bisschen mehr Schwung. Gehen hier... Ja, ich möchte eben hier eigentlich noch aufgeschüttet haben, wenn das irgendwie machbar ist. So, dann gehen wir hier in die Kurve rein. Ja, da haben wir wieder nur 75. Ja, ist im Prinzip eh logisch. Je enger natürlich die Kurve ist, desto geringer ist das Tempo. Das gefällt mir so alles nicht. Nochmal. Ändern. Ja, wie macht man das denn am besten? Das Problem ist, wenn ich eine Kurve mache, dann verlieren wir an Tempo. Sonst machen wir eine Kurve bis hier hinten hingehen, über den Fluss wieder zurück, dann haben wir eine genug lange Strecke. Ich glaube, wir müssen hier tatsächlich ein bisschen Tempo, ja, uns das Tempo ans Bein schmieren sozusagen. 300 km/h, ja, weil es gerade ist. Und dann hier eben mit der Kurve geht es dann runter. Aber dann, wisst ihr was, wir machen es halt so, dass es hier ein bisschen runter geht. Ich bleibe jetzt trotzdem bei der Brücke, die wir machen, und nicht hier mit Weichen, denn auch wenn wir hier Tempo verlieren, mit der Brücke greifen wir wenigstens nicht in diese Linie ein. Das heißt, wir kommen der nicht in den Weg. Gut, also nehmen wir mal rüber. Das stimmt jetzt natürlich das Höhendingens nicht. Das werden wir anpassen. So wird es gehen. Kostet wieder ordentlich Geld. 109. Mal gucken, ob wir es nicht ein bisschen schneller noch hinkriegen. 135. Das denke ich ist okay. Das Problem ist dann einfach, wir kommen hier oben. Seht ihr das? Das wird eng. Das wird sehr eng, dass wir da reinkommen. Aber wir können natürlich mit dem Gleis hier noch eine Kurve machen. Hier oben rüber gehen, wenn das machbar ist. Der Punkt ist, wir müssen jetzt einfach mal in dieses Gleis reinkommen wieder. Und das werden wir schon am besten so schaffen. Klar, wir könnten auch einen Tunnel machen. Wir könnten in die andere Richtung gehen. Aber dann kommen wir hier nicht mehr wirklich raus, weil es eine Erhöhung ist. Ich denke, der Weg mit der Brücke, ja, ist schon der beste, wenn man jetzt eben nicht Weichen nimmt. die Brücke so oder sollen wir sie aufschütten? Ich würde sie so lassen. Den Teil aufschütten, den hier als Brücke stehen lassen. Dann können wir hier immer noch was mit Straßen machen. Zum Beispiel Riedel noch ein bisschen unter die Arme greifen, dass die Stadt da noch ein bisschen wachsen kann. Wir bauen das mal so. Kostet uns wieder eine 500.000, aber wir haben immer noch diese 700.000. Ich verweise gerne darauf, einfach damit nicht eine Panik entsteht, zumindest bei mir. Oder vor allem bei mir, dass wir hier dann wieder kein Geld mehr haben und ich wieder eine 2 Stunden rumbasteln muss, bis ich hier wieder einen Spielstand habe, der finanziell rentabel ist. Wenn wir es so machen, müssten wir doch eigentlich da oben reinkommen. Ich baue das mal bis hier hin. Ja, ist mir aber zu lang. Das müsste dann auch schon bald wieder aufgeschüttet sein. Das ist ja schon ein Elend. Kriegen wir das nicht irgendwie nach unten besser hin? Moment, jetzt. So nicht, nein, so nicht. Nochmal nehmen den ganzen Spaß. 175, wir versuchen es mal so. Mit dem Tempo. Ist das alles, was wir hier an Gefälle hinkriegen? Das ist ja lausig. hier wieder aufschütten, wir wären im Wald drin. Das können wir eigentlich relativ gut machen hier, würde ich sagen. Wir schütten das auf. Okay, gekauft. Dann hier natürlich nicht in den Tunnel rein, sondern möglichst gerade, möglichst eben. Das wäre so. Da hätten wir die 300. Und wenn wir jetzt mit dem Gleis eine Kurve machen, müsste das doch eigentlich machbar sein, dass die hier wieder zusammenfinden. Jetzt hoffe ich nur, dass wir mit dem Gleis nicht eine Kurve machen müssen, die, genau, die dann noch 20 km/h zulässt. So hätten wir irgendwie... Ja, ja, wie machen wir das? Ich kann ja nicht einfach eine Kurve machen und hier sind die Gleise im Weg. Das geht auch nicht. Und das ist hier doch so viel. Also 2 Gleise, eine Straße und wieder 2 Gleise, dass ich hier tatsächlich eher unten durch würde. Da habe ich aber die Angst, die begründete Angst, dass wir hier hinten wieder nicht mehr rauskommen. Oh, hier haben wir dann noch eine Brücke im Weg. Die ist vor der Weitersglashütte. Aber das ist natürlich kein Problem. Hier können wir mit den Gleisen unten durch, je nachdem. Also ob es kein Problem ist, werden wir sehen. Puh, was für eine Bauerei. Heiliges bisschen. 160. Wie finde ich 160? Nehmen wir 160. 210, das klingt doch schon wesentlich besser. Die Frage ist dann, was wir jetzt mit dem Gleis hier machen. Das können wir auch nochmal abreißen. Das ist ja egal.
So, mal gekauft. Jetzt mal gucken. Ja, 90. Also reißen wir das nochmal ab und gehen ein bisschen früher in die Kurve rein. Warum läuft das hier eigentlich die ganze Zeit? Ist zwar schön, man hört die Züge, aber... 112, das ist irgendwie auch noch nicht wirklich, was ich möchte. Wir bauen hier mal ganz schnell. Ne, hier gehen wir aber schon runter. Jetzt wird es wirklich tricky. Wenn wir hier wieder rauskommen, dann ist alles okay. Die Frage ist nur, kommen wir hier wieder raus aus der Erde? Sonst haben wir einen Tunnel bis da hinten nach Weitersglashütte. Das kann es dann irgendwie ja auch nicht sein. Das ist halt das Problem, wenn man solche Strecken baut. Wenn man schon so viel gebaut hat, dann steht nachher überall irgendwas im Weg. Und genau das haben wir jetzt. Jetzt müssen wir gucken, wie kommen wir daran vorbei. Das werde ich jetzt hier mal testen, ob das überhaupt machbar ist. Nein, das ist ein zu kurzer Weg hier. Dann müssen wir das auch nochmal abreißen. Okay, ist nicht das erste und nicht das letzte Stück, das wir abreißen müssen. Jetzt gehen wir hier mal runter. Dann kommen wir früher unter die Erde. Da haben wir immer noch eine Kollision. Wir sind immer noch zu spät. Kann das sein? Ich habe so viel abgerissen. Wie früh muss man da unter die Erde, damit man... Ja, da wäre das ganze Tunnel dabei. Nein, 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 nein. Wir machen hier eine Weiche, damit wir abschneiden können. So, nehmen wir das wieder weg. Das Stück hier natürlich auch noch. Und jetzt mal gucken. 300, ebenerdig. So, jetzt müsste es doch eigentlich klappen, dass wir hier früher runterkommen. Immer noch Kollision. Womit kollidierst du denn jetzt? Da ist nichts. Da ist auch nichts. Ah, jetzt geht's. Da stand doch gar noch was von wegen Kollision. Kostet halt gleich wieder eine Million. Wir könnten aber straight ahead mit 300 hier unten durch. Dass wir das können, das... Ja, das sehen wir. Die Frage ist dann halt eben, wo kommen wir hier wieder zur Erde raus? Nirgends. Okay, ich nehme das zur Kenntnis. Nein, das geht nicht. Nein, 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 nein. Da haben wir keine Chance. Ja, beziehungsweise höchstens wir machen das Tunnel in zwei Schritten. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, dass wir mal hier unten durchgehen und dann wieder in die Höhe. Das müsste man mal testen. Das Problem ist einfach, dafür muss ich erst das Tunnel bauen. Und ich bin noch nicht so ganz schlüssig bin ich noch nicht, ob ich das so haben möchte. Aber wahrscheinlich ja. Ja, so müssen wir es angehen. Okay, dann wären wir hier hinten. Wir gehen nochmal ein bisschen zurück. Wir bauen das jetzt mal. Wie wir dann mit dem zweiten Gleis da reinkommen, gucken wir. Sonst machen wir wieder eine Brücke. Dann gehen die halt wieder auseinander. Das ist dann ein bisschen das Blöde. So, wenn wir jetzt hier maximale Steigung haben. Das bringt irgendwie auch nichts. Da kommen wir auch nicht mehr raus. Das ist ja dann aber eher bitter. Geht auch nicht, sag mal. Hier oben. Auch nicht. Okay, hier auch nicht. Und nach hier hinten wollen wir sowieso nicht. Das heißt also, tatsächlich, wenn wir mit einem Tunnel hier agieren, da kommen wir hier nie mehr raus. Nicht mal mehr beim Bahnhof hier oben wahrscheinlich. Ja, und wenn es geht, ist egal. Das gefällt mir nicht. Ich will ja nicht 40% des Wegs unten durch. Das kann es ja dann beim besten Willen nicht sein. Das würde dann aber heißen, wir müssen hier tatsächlich nochmal zu einer Brücke ansetzen. Jetzt habe ich das Tunnel umsonst gebaut. Das hat ja doch wieder viel Geld gekostet. Das war, was ich gesagt habe. Das ist dann halt ein bisschen blöd. Anders geht's nicht. Ich kann nicht vorher gucken, was ich dahinter bauen kann, wenn ich das noch nicht gebaut habe. Ihr seht schon, ich gebe mich nicht geschlagen. Ja, geht nicht. Wir kommen nicht mehr raus. Wir müssten hier, je nachdem, wahrscheinlich ganz zum See runter. Und das möchte ich dann auch nicht. Da kommen wir ja hinten dann wieder nicht in die Höhe. Also gut, Tunnelbau, würde ich sagen, lassen wir. Schade ums schöne Tunnel, aber wenn es halt nicht geht, geht's nicht. Dass diese Strecke nicht ohne ist, das habe ich ja schon gesagt, als wir angefangen haben zu bauen in der letzten Folge, dass das hier halt natürlich schon das eine oder andere, die eine oder andere Knacknuss geben kann. Die haben wir jetzt hier. Aber, haha, ja. Ich liebe das. Das ist genau das, was für mich Tränenfieber ausmacht. Oder die Langzeitmotivation von Tränenfieber eben. Dass man einfach, ja, man kann bauen, bauen. Man kann wieder Sachen ausprobieren, wie jetzt halt zum Beispiel eben diese Brücken hier hinten. Mal schauen, wie das so wird, wenn man das nicht immer völlig so macht wie immer. So. Ja, wir sind wieder gleich weit wie vorhin. Dann schauen wir mal, wie das aussieht, wenn wir in die Höhe gehen. Wahrscheinlich auch nicht viel einfacher.
So, die Brücke hätten wir. Wir testen das jetzt einfach. Da, aber stellenweise, da wollte es gerade funktionieren. So wird's gehen. Okay, warum auch immer. Jetzt wollen wir das so. Es passt eigentlich zu einem schnellen Zug. Passt es durchaus, muss ich sagen. Das geht nicht. Aber wir sind dann hier schon eher, ja, ein bisschen sehr hoch. Vielleicht nicht ganz so weit damit. Sondern nur mal hier hin. Da müssten wir vielleicht sogar ein bisschen runter. Nein, das geht nicht. Aber so geht's. Wenn ich mir das so ansehe. Doch, hier der grüne Zug rüber. Ich denke, das wäre okay. Hier werden wir halt nochmal in eine Brücke rein müssen. Eigentlich hier auch. Da wir unten nicht durchkommen. Und dann stellt sich mir die Frage, ob wir nicht, statt dass wir hier unten durchgehen, weil wir das wahrscheinlich, das schaffen wir nicht mit Tempo. Wir müssen es mal testen, ob wir nicht hier durchgehen. Hier oben drüber. Aber wahrscheinlich möchte das Spiel dann auch einen Tunnel. Dann haben wir einen Konflikt mit dem Gebäude, hätte ich bald gesagt. Das ist eine Brücke. Definitiv ist das eine Brücke. Oder wir bauen es halt einfach mal so. Kriegen wir da das zweite Gleis auch rüber? Das ist dann die Frage. Wie sieht es denn hier oben aus? Ja, hier haben wir halt einfach die Güterzüge. Sprich, wenn wir hier rüber gehen, wo wollen wir eigentlich schlussendlich hin? Das habe ich zwar schon mal geguckt. Ich glaube, irgendwie in dieses Gleis und dann hier dieses Zwischenstück machen. Das heißt, wir müssen hier in diesen Bereich vordringen. Hier in diesen Bereich, in diesen Bereich. Also zum Beispiel hier oben rüber, dann da lang. Das würde zum Beispiel gehen. Dann müssten wir hier aber nicht mal unbedingt, wenn wir oben durchgehen, dann könnten wir das eigentlich auch so machen. Wenn das Spiel das zulässt. Das würde das Spiel zulassen, auch mit den 300 km/h. Dann ist die Brücke ein bisschen niedriger. Gefällt mir fast besser. Hier wird sie ein bisschen hoch. Das können wir aber natürlich dann noch beeinflussen. Oh, das ist schon eine Millimeterarbeit, damit das angenommen wird. Okay, bauen wir es mal so und gehen hier in eine Kurve, hier rauf. Hier haben wir am wenigsten Widerstand, sage ich mal. Hier haben wir nochmal ein Gleis. Hier haben wir nochmal eins, aber dann können wir hier in diese Strecke rein und können hier zum Bahnhof. Dann müssen wir hier unten nicht diese Brücke und da hinten dieses Gleis nochmal mitnehmen. Ja, sollen wir? Ich würde sagen, ja. Ich bleibe mal bei der Brücke. Die passt einfach am besten zum Thema Schnellzüge, finde ich. So, wenn wir jetzt hier runtergehen, wir müssen aber ans zweite Gleis noch denken. Dann würde das so weit gehen. Oder können wir hier noch abkürzen? Das ist eine Straße. Das würde ich nicht. Ich würde hier rüber. Das war hier halt nochmal, vielleicht, nee, unten durch wird nicht gehen, aber dass wir da nochmal in eine Brücke reingehen. Ja, das, mir taugt das, das ist halt, ja, ist das realistisch? Nein, wahrscheinlich nicht, aber das ist doch irgendwie cool, dieses Kreuz und Quer ein bisschen, das ist nicht alles immer nur geradeaus und ganz logisch und so weiter, sondern es ist halt jetzt irgendwie so gebaut, wie es die Anforderungen wollen. Wenn hier überall Sachen im Weg sind, dann geht's halt irgendwie nicht anders. Jetzt machen wir es so. Ich würde mal sagen, ja. Zack, ist gekauft. Besten Dank. Kriegen wir hier ein zweites Gleis rüber. Das ist dann die andere Frage. Ich kann ja mal gucken. Das kostet ja noch nichts. Nein, also auf der Seite schon mal nicht. Wie sieht es auf der hier aus? Wahrscheinlich auch nicht. Wäre so mein Tipp. Nein, Brückenpfeiler-Kollision. Gut. Wir könnten eingleisig bleiben. Das würde ich aber nicht mehr. Wir schauen mal, was wir hier machen. Vielleicht kommen wir hier ja unten durch. Nee, das kann eigentlich nicht sein, dass das hier geht natürlich. Und bei der anderen Seite, also beim anderen Gleis ging es nicht. Wobei, guck mal, so zwischendurch, hier poppt immer mal wieder auf. Hier wird es gehen. Dann kommen wir in dieses Gleis rein. Dann hätten wir hier aber einen komplett anderen Weg. Wow, und hier unten durch, unter der Brücke durch, unter dem Gleis durch. Das ist irgendwie gar nicht so, ohne dass mir das irgendwie, würde mir, ja. Versteht ihr mich? Das Problem ist aber, ja, hier ist Feierabend. Hier kommen wir nicht mehr unten durch. Sollen wir dieses Gleis nutzen? Das wäre natürlich eine andere Möglichkeit, dass wir in dieses Gleis reingehen. Was machen wir dann mit dem Gleis, mit dem wir jetzt hier raufgehen? Wo haben wir es denn? Hier. Das würde schon gehen. Wir könnten dann nochmal eine Kurve machen hier. Wir hätten das dann zu sehr nach hier oben gebaut. Oder sollen wir die trennen? Dass die ein
komplett unterschiedlichen Weg haben. Ist halt schon, das Ganze ist eh schon ziemlich getrennt, muss man sagen. Und irgendwie würde ich die Züge dann schon gerne auch mal kreuzen sehen. Das ist ein bisschen das Problem. Das ist schon eine Konstruktion hier unten durch. Wow. Kostet gleich 1,5 Millionen. Und dann wären wir hier, was uns in dem Sinn nichts bringt. Außer wir nutzen das bestehende Gleis und gehen mit dem bestehenden Gleis dann nach hier hinten. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Das würde uns einiges an Gebäude ersparen. Wo geht denn dieses Gleis hier hin? Das geht auch hier rein. Das könnten wir eigentlich auch nutzen. Das müsste theoretisch gehen. Oder wir bauen jetzt erstmal von da aus. Nein, wir müssen wissen, welches Gleis wir nehmen. Es hilft nichts. Nehmen wir das, nehmen wir das. An welches gliedern wir uns an? Wir sind hier unten immer noch beim Tunnel. Bestehendes Gleis nutzen. Wir könnten natürlich sogar mit der von der einen Richtung kommen dieses Gleis nehmen und von der anderen Richtung kommt das hier oben. Das hätten wir auch noch nie gemacht. Das wäre doch auch mal noch ein Versuch, wie das funktioniert. Also funktionieren wird das? Da bin ich mir eigentlich sicher. Können wir hier denn schon rein? Das können wir. Da können wir mit... Ja, das können wir mit viel Tempo sogar. Wisst ihr was? Wir machen das mal. Wir müssen nur gucken, dass wir jetzt kein Durcheinander kriegen. Wenn wir das... Oh, Fahrzeug im Weg. Okay, das können wir ändern. Wo ist denn hier ein Fahrzeug im Weg? Ah, da kommt der Zug. Sehr schön, dann sehen wir wenigstens auch mal einen Zug. Der ist zwar durchsichtig, weil... Ja, weil ich hier mitten im Baumodus bin. Schade. Aber ich kann ja jetzt nichts machen. Wenn ich jetzt zumache, ist hier die ganze Konstruktion flöten. Oder die geht flöten. Die ist dann nicht flöten. So, mal ein bisschen hin. Schöner Zug hier noch mit Dampflok dahinter. Also, wir gehen hier rein. Jetzt hat es geklappt. Dann bauen wir hier eine X-Weiche, die doch ein bisschen Tempo zulässt. Das funktioniert auch. Ist da tatsächlich jetzt noch die Brücke im Weg? Oder? Nein, es geht. Das passt auch. Gut, dann können wir von hier, hier rein. Da müssen wir mit den Signalen dann noch gucken. Dann fahren wir hier alles, die ganze Strecke rauf. Auf der rechten Seite. Und jetzt müssen wir gucken, wie wir das machen. Oh, da ist das letzte Stück DLC. Hallo und herzlich willkommen. Stadler, Variobahn, Aarhus. Und das war's dann sozusagen mit dem DLC. Das ist wirklich das letzte Fahrzeug laut der Fahrzeugliste. Gut, das heißt, wir bauen die Strecke. Das dauert jetzt hier halt noch ein Momentchen. Wir werden danach diese Straßenbahn irgendwo in einem Städtchen laufen lassen. Und wiederum danach, oh, hier wird gebaut. Und wiederum danach werde ich dann tatsächlich so nach und nach einfach normale Trainfever-Mods integrieren, Bahnhöfe und so weiter. Wir schauen mal, was wir da alles nehmen. Eben die Schneemod, die geht ja leider nicht. Das liegt, wie habe ich glaube ich schon mal gesagt, primär an den Bäumen, da diese Bäume hier nochmal separat gemoddet wurden, zum Glück. Deswegen ist das Ganze auch so performant. Gut, kann ich hier unten noch irgendwas anklicken oder warum habe ich hier so einen Knubbel? Wo gehen wir denn rein? Jetzt muss ich aufpassen, nicht dass ich hier völlig den Überblick verliere. Nein, kann ich zumachen. Okay, denn ich muss hier oben gucken. Wegen den Linien. Wo haben wir hier die freie Linie, die wir benutzen wollten? Wir hätten dieses Gleis. Wir hätten aber auch die Möglichkeit, dieses Gleis hier zu nutzen. Und das ist ja perfekt. Guck mal, das ist nämlich genau die... Genau das Gleis, das wir benutzen. Das heißt, wir können dieses Gleis hier benutzen, ohne dass wir zusätzlich was bauen. Das können wir, wenn das Spiel das nicht automatisch macht, mit Signalen entsprechend regeln. Dann fahren wir hier raus. Und jetzt müssen wir aber von hier in dieses Gleis kommen, zurück. Denn das ist das Gleis, was wir jetzt... Oder doch nicht? Doch, doch, das ist das Gleis, was wir... Nein, jetzt muss ich gucken. Eben, jetzt habe ich... Das ist das, was ich gemeint habe. Das wird dann irgendwann tricky. Mit dem Gleis sind wir ja hier. Wir wollen in dieses Gleis rein. Das ist ein anderes. Ach so, das bringt uns aber nichts. Das ist hier hinten ist Feierabend. Okay, wir könnten es natürlich trotzdem eigentlich hier noch nutzen. Die paar Meter zumindest. Dann kommen wir einfach mit den Güterzügen ein bisschen ins Gehege und gehen dann dran vorbei. Das möchte ich aber dann doch nicht. Warum nicht dieses Gleis nutzen? Das heißt, wir müssten über dieses rüber. Und hier hinten dann, genau das, was ich gesagt habe, wir müssen dann von der grünen in die gelbe Linie reinkommen.
Ich befürchte, da fehlt uns ein bisschen der Platz. Und ja, ich mache mal nochmal Pause. Das jetzt hier alles umbauen? Ich weiß nicht. Was wäre denn die Alternative? Wenn wir dieses Gleis nochmal zurücknutzen, können wir natürlich auch machen, dass wir dann früher... Eigentlich wäre es am einfachsten, wir gehen halt trotzdem auch in dieses Gleis rein. Da müssen wir aber... Sollen wir jetzt echt diese teure Brücke nochmal abreißen? Nein, das würde ich nicht machen. Wie machen wir es dann? Wir kommen hier nicht mehr rüber. Wir kommen hier oben wahrscheinlich dann irgendwie rüber. Ah, jetzt bin ich gerade ein bisschen ratlos, was hier das Beste wäre. Die ursprüngliche Idee war ja eben, dieses Gleis zu nutzen, damit Hin- und Rückfahrt im Prinzip zwei verschiedene fremde Gleise nutzen. Das wäre meine Idee gewesen. Sollen wir mal gucken, ob wir hier rüberkommen? Wenn wir in dem Gleis wären, dann bräuchten wir hier eine X-Weiche. Müssen hier mit dem Gleis hier hin. Das wird vom Weg her nicht reichen. Wir haben hier einen Tunnel. Das geht nicht. Wenn wir hier rausgehen und hier unten in die Linie rein, das wäre eine Möglichkeit. Dass wir auf dem Schluss, also beziehungsweise hier am Schluss beim Bahnhof das Ganze so nutzen, wie es gedacht war. Dann müssen wir hier aber raus können. Das machen wir. Wir gehen hier raus. So, wir nehmen das Gleis. Da brauche ich die Linie nicht mehr. Haben wir hier eine X-Weiche, dass wir rüberkommen? Mal nochmal gucken. Ja, haben wir. Dann können wir hier auf dieses Gleis. Doch, hier runter. Doch, das passt schon. Und dann gehen wir hier irgendwie raus. Jetzt muss ich gucken, wo wir das andere Gleis haben. Hier unten. Das heißt, du müsstest hier rüber und hier lang. Oder wenn wir es so machen, dass wir das Ganze erst hier unten trennen, dass der Weg ein bisschen länger ist, dass wir jetzt hier über die Straße gehen und dann hier ins Gleis rein. Das wäre doch eigentlich auch eine Möglichkeit. Da müssten wir einfach rein vor der X-Weiche. Am besten hier, aber hier kommen wir nicht raus, denn hier ist schon diese Weiche. Wie machen wir das? Das ist jetzt echt noch tricky. Wobei, wir brauchen eigentlich die X-Weiche in dem Sinne nicht. Wir müssen hier ja nicht mehr rüber wechseln. Wir könnten also vorher raus. Dann haben wir aber dieses Gleis hier im Weg. Das ist ja schon... Das Gute ist halt, wenn man dieses Gleis hier nutzt, dann ersparen wir uns irgendwie eine weitere Brücke. Wir können sozusagen... Wir haben hier schon eine Brücke, dann können wir dieses Gleis nutzen. Wir können natürlich auch weiter... Und könnten hier runter. Dann haben wir wieder das Problem, dass wir hier einen zu großen Bogen haben. Wir nehmen mal dieses Gleis. Oh, das geht auch nicht. Da wird es wieder in den Tunnel reingehen. nein. Ja, und wenn es hier in den Tunnel reingeht, haben wir das alte Problem. Wir kommen aus dem ollen Tunnel hier wieder nicht mehr raus. Ja, wenn wir es anlegen, geht's. Aha. Dann lasst uns das doch hier anlegen. Das würde ja eigentlich schon gehen. Dann haben wir das Problem mit der Brücke auch weg. Dann geht es hier für diese Linie einfach halt nochmal ins Tunnel und da eine Brücke, 260, 300, das ist alles vom Tempo her. Okay, dann geht es hier unten durch und dann kommen wir hier aus dem Tunnel raus und können hier dann hier ins Gleis rein. Wir machen das so. Also, ist gekauft. Ich hoffe jetzt, ich habe hier nicht irgendwie einen Denkfehler. Das ist aber schon eine der, ich muss sagen, irgendwie krassesten Strecken, die ich bis jetzt gebaut habe, was so ein bisschen das Überlegen angeht, weil halt eben genau nicht die beiden Gleise immer zusammen sind, sondern wir haben die jetzt eigentlich ziemlich getrennt. Hier, Signale gucken wir. Die Signale stehen natürlich falsch, wenn wir das doppelt nutzen. Das müsste hier aber gehen. Mit 180 kämen wir rein. Vielleicht können wir noch ein bisschen mehr Tempo erschlingeln. Nein, wird schwierig. 102 ist mir zu langsam. So wird es gehen. Möchte ich aber nicht machen. Dann könnten wir erst hier oben rein. Wobei, das würde eigentlich auch gehen. Kommen wir hier an dem Depot vorbei? Wir kommen. Dann machen wir das doch so. Dann haben wir es hier dreigleisig. Das wäre sogar noch schöner. Ist dann hier irgendwie aus dieser Richtung natürlich. Und gehen hier oben möglichst mit Tempo rein. Mal gucken. 300, 280. Das passt. Da ist aber Weichenbau fehlgeschlagen. Da ist sowieso wieder ein Zug im Weg. Den müssen wir mal schnell laufen lassen. Der fährt eh gerade drauf. Das wird wahrscheinlich nicht gehen mit Bauen.
wenn der Zug im Weg ist, aber irgendwie irgendeine andere Fehlerquelle hat es offensichtlich auch noch. So wird es gehen. 280, 204, 205. Das würde eigentlich auch reichen. Aber warum geht es weiter vorne nicht? Würde mich dann doch interessieren. Weichenbau fehlgeschlagen. Da muss man ja dann irgendwo eine Kollision haben eigentlich. Steht aber nichts. Geht einfach nicht. Okay, wenn das Spiel sagt, geht nicht, dann geht's nicht. Vielleicht noch ein bisschen weiter und dann rein. Ja, am Schluss sind wir im Bahnhof oben. das war nicht die Idee. Sondern ich möchte hier gemeinsam dieses Gleis benutzen. Aber da müssen wir die Möglichkeit haben, mit Tempo reinzukommen. Na gut, okay, jetzt haben wir überall über 200, das reicht. Okay, bauen wir. Jetzt hätten wir es doch eigentlich. Im Prinzip eh schon. Also schon ist gut. Hat ein bisschen was gebraucht. Jetzt müssen wir zur Signalsetzung kommen. Das Ganze hier oben passt ja soweit. Okay, dann lasst uns die Signale machen. Das wäre wahrscheinlich am besten. Oder die Linie mit den Wegpunkten. Nein, wir machen zuerst die Signale. Wir wissen ja, wo wir wie lang wollen. Also hier haben wir die gemeinsame Nutzung. Und dann geht's hier raus. Jetzt haben wir hier aber, glaube ich, noch ein... Hier unten haben wir Signale. Das müsste vom Weg her reichen. Doch, dann gehen wir hier raus und machen da vorne ein Signal hin. Nehmen wir mal das hier. Genau. Hier parallel dazu passt das perfekt. Wenn ich es hinkriege, ist sogar das richtige Signal. Sehr gut. Dann haben wir das hier ja eingleisig. Da könnten wir eigentlich Blocksignale setzen, einzelne. Je nachdem, ich weiß nicht, wie viele Züge wir hier fahren lassen. Das dürften aber schon ein paar sein. Ich wollte eh mal gucken, ob es nicht möglich ist, dass wir, ich muss hier ein bisschen gucken, dass wir diese Triebwagen mit den Fahrrädern auf der Seite, die wurden noch gewünscht in Doppeltraktion, habe ich ja gesagt. Das würde ich gerne machen. Vielleicht sogar, dass wir die auf die Strecke noch mit draufsetzen, mit dem grünen Zug zusammen. Da müssen wir aber gucken, was die für ein Tempo haben, dass das wirklich auch funktioniert. Gut, wir sind immer noch eingleisig. Komm hier lang. Das sind jetzt einfach ganz normale Blocksignale im Prinzip. Falls hier mehrere Züge in diese Richtung unterwegs sind. Hier haben wir eine längere Brücke. Dann gibt es hier noch eins. Dann gibt es eins. Ja, vor dem Tunnel. So, hier hinten kommen wir raus. Da gibt es nochmal eins. Vor der Brücke, dann haben wir jetzt im Prinzip einfach die eine Richtung abgedeckt. Hier können wir auch noch eins hinsetzen. Und hier geht es dann in den Bahnhof rein. Da haben wir hier ein Signal. Gut, im Bahnhofsbereich selber haben wir keine Signale, sonst blockieren wir Züge, die hier in unterschiedliche Richtungen unterwegs sind. Ich weiß gar nicht mehr, welches Gleis wollten wir hier denn nutzen. Schau mal. Also ganz frei wäre das hier. Können wir das erreichen? Das können wir erreichen. Dann werden wir das auch benutzen. Das müssen wir dann aber beim Linie einzeichnen dann entsprechend machen. Gut. Den hier. Und jetzt den ganzen Weg zurück. Oder halt jetzt den Hinweg. Je nachdem aus welcher Richtung man guckt. So, hier eins. Dann hier vorm Tunnel noch eins. Dann stehen wir hier ein bisschen auf die Brücke, wenn es dumm kommt. Aber damit werden wir leben. Hier mache ich nochmal vor der Brücke ein Signal. Und dann geht es hier auf diese lange Brücke. Hier hinten geht es runter. Da können wir gerne hier eins hinmachen. Wie gesagt, stehen wir halt wieder ein bisschen auf die Brücke. Das ist nicht so ein Drama. Hier noch eins. Hier wieder vor der Brücke. Jetzt fehlt hier noch ein bisschen Wald. Das werde ich auch gleich noch in Angriff nehmen. Was wir haben, das haben wir. Hier nochmal. Und wo kommen wir raus? Jetzt wird es interessant. Hier hinten. Okay, in die Richtung. Ja, nicht ins Tunnel rein. Dann machen wir hier mal nochmal eine. Ein Signal. Und natürlich hier. Okay, und jetzt haben wir hier ein Kreuz. Das heißt, der Zug, der hier kommt, von hier braucht hier ein Signal. Da hinten können wir es lassen, wie wir es haben, beziehungsweise dieses eine als Blocksignal konzipierte Signal werden wir ein bisschen vorverlegen. Müssen wir nicht, aber können wir. Also machen wir es. Das kommt jetzt hier hin.
Und in die andere Richtung. Nach da unten. Da haben wir dann hier wieder ein Signal. Gut, das würde soweit eigentlich mit den Signalen schon stimmen. Dann würde ich mal sagen, wir versuchen mal die Linie einzurichten. Mal gucken, was das Spiel uns da Schönes vorschlägt. Ob das überhaupt funktioniert. Wir brauchen aber eine auffällige Linie. Dann nehmen wir mal dieses schöne Gelb. Hinzufügen. Lasst uns in Jera anfangen. Irgendwie einfach, keine Ahnung. Sicherheitshalber, wo war Jera? Jetzt ist es wieder nicht mehr angeschrieben, aber das war schon hier. Hier haben wir die Brücke. Also, das wäre von hier. Die Jera. Nach hier hinten weiters Glashütte. Jetzt bin ich völlig falsch. Das ist natürlich, wenn hier nichts angeschrieben ist, ist das schwierig. Aber hier haben wir weiters Glashütte. Das weiß ich. Okay. Das ist sogar zweispurig hier. Und hier unten geht das da lang. Und hier geht das da lang. Das ist so, das funktioniert sogar problemlos. Stimmt das denn hier auch? Doch, das stimmt perfekt. Und hier haben wir die Gegenlinie, also die alte Linie, die hier entgegenfährt. Ja, dann passt das ja schon. Das ist ja fast schon erschreckend. Haben wir hier das richtige Gleis? Ich nehme mal an, ja. Das Spiel macht das in der Regel immer richtig. Ja, das freie Gleis haben wir hier. Gut, bestens. Passt also. Hier passt das auch alles. Dann können wir wieder zurück nach die Ära. Dort nochmal gucken, wie es im Bahnhof drin aussieht. Ja, das ist alles okay so. Ja, funktioniert. Geht in die richtige Richtung. Fast ein bisschen erstaunlich, dass das so problemlos funktioniert. Jetzt, welches Gleis nutzen wir hier? Auch das Richtige. Das hat das Spiel auch sehr gut gemacht. Da können wir... Ja, nee, wir können nicht zumachen. Sondern... Ja, nee, aber wir können es einfach so nehmen. Es passt ja. Hier ist sonst keine Linie drin. Ich wollte eigentlich die gelbe hier weg haben. Ja, das bringt nichts. Da müsste ich alle anderen aufrufen. Aber das stimmt schon. Ja, das ist ja wirklich fast schon irgendwie erstaunlich. So, ich muss mal einen Schluck Wasser nehmen. Und dann würde ich sagen, wir können eigentlich schon zum Zugkauf kommen. Beziehungsweise mal gucken wegen einem Depot. Wenn wir hier dieses Gleis nutzen, haben wir hier ein Depot? Nein. Hier könnten wir aber natürlich noch ein Depot hinstellen. Wenn wir in dieses Gleis reinkommen. Wisst ihr was? Ich nehme das Ganze nochmal raus. Wir können es ja noch anschreiben. Das wäre dann... Ja, eigentlich ist das Interregio schon bald. Das ist natürlich... ja, nicht mehr... Die gleiche Region, wenn man jetzt blöd sagen will. Also Interregio Diera nach Wökel. Wökel las. So. Geht da noch mehr hin? Hü. Töte. Töte. Ne, Töte geht nicht mehr. Also. Interregio Diera Wökel las. Hü. Okay. Ja, das werden wir schon uns merken können, was das ist. Gebonkt. Gut. Jetzt haben wir das Ganze. Jetzt eben die Frage. Ja, doch, wenn ich hier ein Depot hinmache, müsste das doch gehen. Ich kann es natürlich auch hier vorne hinmachen. Das ist eigentlich auch egal. Ja, machen wir mal hier vorne hin. Dann ist es ganz bestimmt nicht im Weg. Und es lockert hier die ganze Gegend noch ein bisschen auf. So, mal so. Dann Depot. Da haben wir ja immer noch dieses Standard-Depot. Da müssen wir dann, wenn wir die Mods haben, natürlich mal noch ein bisschen gucken. Und jetzt... Hier sehe ich halt auch, hier fehlen eigentlich überall noch Bäume. Guck mal, das ist absolut noch nicht bearbeitet hier. Sollen wir das jetzt noch machen? Oder sollen wir die Züge kaufen? Ich würde sagen, wir verschieben das Züge kaufen auf die nächste Folge, weil dann können wir gleich uns reinsetzen. Wir können uns gleich da reinsetzen, so rum vielleicht. Und mitfahren. Das ist viel besser, wie jetzt Züge kaufen und dann, ja, angucken tun wir sie uns in der nächsten Folge. Da würde ich eher sagen... Wir nutzen diese 2-3 Minuten, die wir noch haben. Nein, es sind noch 2-3 mehr, glaube ich. Muss mal gucken. Ja, nicht mehr allzu viel mehr, aber ein bisschen. Wir nutzen die mal, um hier die ganze Strecke ein bisschen wohnlicher zu machen, hätte ich fast gesagt. Nee, wohnlicher wird die nicht. Aber ihr wisst es ja. Sie wird dann doch optisch ein bisschen schöner, wenn man diese ganzen Aufschüttungen hier ein bisschen dynamischer gestaltet. Und wir werden da... Nachher noch ein bisschen zurückgehen bei der Strecke. Da hat sie da hinten in der Nähe von Weitersglashütte auch noch
das eine oder andere Objekt, was man hier doch auch noch ein bisschen begrünen könnte. Okay, hier vielleicht noch ein bisschen. Und jetzt schnappen wir uns die Bäume. Und dann machen wir hier mal das Ganze so, dass das nach was aussieht. So, hier noch. Ja, dazwischen dürfen gerne auch ein paar Bäume sein. Das ist hier im Norden. Hier hat es Bäume. So, hier habe ich wenigstens eine Ausrede, weil ich so viele, warum ich so viele Bäume setze. Weil es halt eben nordisch ist. Das weiß man, dass da viel Wald ist, viel Tanne. Viel Tanne machen wir. Aber ich würde sagen, eben übertreiben tun wir dann doch nicht. Wobei, das ist immer eine Definitionsfrage. Wahrscheinlich denkt der eine oder andere eh schon, jetzt übertreibt er wieder. Nein, ich übertreibe nicht, ich mache Bäume. So, hier welche, hier, da oben ist eh noch ein Zug. Hm, ja, plus minus müsste das reichen. Hier noch ein paar hin, hier noch welche. Da machen wir wieder Ego-Shooter, bababababam. Immer gucken, dass man nicht irgendwie ins Gleis reinkommt. Das ist schnell passiert. So, das sieht doch einfach besser aus. Wenn hier der Zug durchfährt, hier mit den Bäumen, das gefällt mir sowas von viel besser, wie diese nackten Aufschüttungen. Und einfach irgendwie dieses Grün. Okay, hier noch ein bisschen. Das ist jetzt zwar nicht unsere Strecke. Oder sehe ich das falsch? Nee, das ist die falsche Strecke. Wir müssen schon unsere Strecke schmücken. Wobei, wir könnten natürlich die alte Strecke auch schmücken. So ist es auch nicht. Aber wir machen jetzt mal primär unsere Strecke. So, ich finde es einfach erstaunlich, wie es gleich anders aussieht, wenn das Ganze ein bisschen begrünt ist. Es lebt halt mehr. Das ist halt ein bisschen das Problem an der Train-Fieber-Grafik, finde ich. Das habe ich schon immer gefunden, dass diese grünen Stellen hier, die Wiese, dass das alles extrem nackt wirkt. Und das haben sie schon beim DLC hier wesentlich besser hingekriegt. Hier lassen wir mal. Dann geht es hier raus. Vielleicht hier noch eine Ladung. So, ich freue mich extrem, bis die Züge die Strecke befahren. Ich bin echt gespannt, wie das wirkt, wie das aussieht mit diesen vielen Brücken. Da ist natürlich schon, das ist eine ziemlich besondere Strecke, würde ich meinen. Ist auch, ja, eben, besonders gebaut. So, hier das Abgefräste abfräsen. Haben wir. Hier noch ein bisschen rein. Und hier noch ein bisschen und hier noch ein bisschen. So, dann greifen wir wieder zu den Bäumen. Jetzt nehmen wir mal von denen noch ein paar, damit wir ein bisschen Abwechslung haben. Gar nicht übertreiben. So, hier noch ein bisschen. Die Grube hier lassen wir. Dann haben wir hier die Bäume gesetzt. Steht der im Gleis drin? Nein, aber sowas von haargenau vor dem Signal, dass das beim besten Willen auch nicht geht. Das war der richtige, bin ich beruhigt. Ja, dazwischen. Na, nach was schreit das? Richtig, nach Bäumen. Wo waren die Bäume? Hier. dann nehmen wir nochmal Tannen. Wenigstens die paar. Hier runter noch ein bisschen. Der Rest interessiert uns nicht. Da haben wir schon gearbeitet. Hier haben wir auch schon Tannen. Hier erträgt es, verträgt es noch die eine oder andere. So, ist relativ nah am Gleis, ich weiß. Aber das passt schon noch. Gut, dann geht's hier rüber. Und genau, dich hatte ich noch im Blick. Dass wir dich noch ein bisschen verschönern sollten. Das ist eben doch auch wieder eine relativ massive Aufschüttung. Und vor allem, sie ist mitten im Wald drin. Das heißt, die können wir gut verstecken. Denn, ja, wenn wir hier einfach Tannen machen, dann sollte das nicht mehr auffallen, dass hier mittendrin diese doch eben relativ große Aufschüttung ist. Also Tannen haben wir hier. Das wird jetzt hier einfach alles zugekleistert. So. Zack. Zack. Hier unten noch ein bisschen. Hier noch ein bisschen. Ich glaube, da habe ich wieder eine ins Schienennetz reingebastelt. Mal gucken gleich. Ne, die steht soweit noch okay. Gut. Hier noch ein bisschen. Hier noch ein bisschen. So, jetzt haben wir es doch eigentlich relativ halbwegs kaschiert hier das Ganze. Hier geht es wieder in den Tunnel rein. Hier brauchen wir nichts machen. Hier haben wir Tunnel, dass wir einfach auf der Seite noch gucken. Dann haben wir alles. Also das passt. Hier geht's raus.
ja, vielleicht ein bisschen angleichen das Ganze, so gut das geht. In die Richtung habe ich das, glaube ich, noch gar nie gemacht. Ist eher, dass man was abtragen muss, als dass man irgendwo rauskommt und dann so eine Scharte hat. Vielleicht ein, zwei Bäume. Ich würde hier nicht übertreiben. Und schon übertreibt er. Ich schließe jetzt hier mal den Bogen bis da vorne. Okay, das reicht aber. Ihr habt recht. Gut, zurück. Hier kommen wir raus. Hier noch ein bisschen was. So, oh, ich freue mich auf die Züge. Habe ich das schon gesagt? Ja, ich glaube schon. Ich freue mich aber wirklich dieses Mal sehr. Irgendwie eben, weil die Strecke, irgendwie, ich erachte die Strecke als doch durchaus was ziemlich Besonderes, weil jetzt der Bau halt doch auch relativ aufwendig war. Okay, hier sind wir dann sowieso da, wo wir schon waren mit Zügen. Da würde ich jetzt nicht mehr allzu viel machen. Ja, hier haben wir doch wieder dieses abgeschnitten. Es ist ein Elend. Dieses Abgefräste, dass man das ein bisschen felsiger hinkriegt. So, ich zappel schon wieder, ich weiß. Ich muss nicht zappeln, ich muss es nur darüber halten. Dann passiert genau das, was ich haben will. Wenn ich zappel, geht es eh nicht. Aber ich weiß auch nicht, warum ich immer zappel. Aber ja, keine Ahnung. Zappel Philipp. Ich heiße zwar nicht Philipp, aber irgendwie das Zappeln. So. Irgendwie wird es hier doch. Passt. Ich wollte gerade sagen, irgendwie wird es nicht weniger eckig. Doch, doch. Klappt schon. Ist eckig. Passt. Baum. Hier noch ein bisschen. Und dann haben wir es eh gleich. Dann sind wir eh da hinten beim Bahnhof. So, hier oben noch. Wir könnten ja mal gucken. Ich werde mal ganz schnell noch was schauen. Wie sieht es eigentlich aus, wenn man hier... Haben wir die hier gar nicht? Ich dachte, wir hätten... Wir haben doch Felsen. Lampen haben wir. Und das schöne Stück hier. Ich dachte, wir hätten hier im DLC ebenfalls Felsen. Haben wir nicht. Okay, wenn wir keine Felsen haben, können wir keine Felsen hinstellen. Das funktioniert nicht. Dann machen wir hier... Nein, nicht die Telefonzelle. Machen wir hier den Baum hin. Na, wo war er denn? Hier oben. Hier noch ein Baum. Und dann haben wir es wirklich. Denn dann sind wir hier im Bahnhofsbereich. Den lassen wir, wie wir ihn haben. Sehr gut. Dann können wir nämlich jetzt hier auf Play drücken und jetzt haben wir die Strecke tatsächlich fertig gebaut. Das heißt, in der nächsten Folge kommen die grünen Züge und eben mal sehen, vielleicht sogar diese roten Triebwagenzüge in Doppeltraktion, die mit dem Fahrrad drauf. Gut, vielen Dank fürs Zusehen, vielen Dank für eure Geduld bei meinen Bauphasen. Dankeschön. Bis hoffentlich zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.